Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Heute befinden wir uns in einer unserer kürzlich veredelten, kürzlich aufgeschulten Baumschulen. Und genau um das geht es heute, um den Zweck des Veredelns. Der Hauptgrund, warum man veredelt, ist, um Sorten echt vermehren zu können. Wenn man generativ über Kerne vermehrt, wird die Jungpflanze immer eine andere Sorte sein, als die, von der man den Kern wirklich eingesetzt hat. Das basiert darauf, dass dieser Kern immer von einer anderen Sorte befruchtet werden muss. Diesen Pollen kennt man in den meisten Fällen auch gar nicht. Und das ist dann wie beim Menschen, dass im Endeffekt immer eine Mischung aus Mutter und Vater herauskommt, sprich aus der Sorte, von der man den Kern eingepflanzt hat, und von der Sorte, von der der Befruchterpollen gekommen ist und aus der dann insgesamt die neue Jungpflanze entsteht. Dazu jetzt noch ein Beispiel, um das Ganze vielleicht etwas mehr veranschaulichen zu können. Wie mein Vater den Poelsdorfer Weingarten Pfirsich selektioniert hat, hat er insgesamt ca. 2000 weißfleischige Pfirsichkerne gelegt. Aus diesen 2000 weißfleischigen Pfirsichkernen sind dann insgesamt in etwa auch 200 gelbfleischige Pfirsiche entstanden. Es waren sehr stark behaarte, weniger stark behaarte Pfirsiche dabei, sowohl gelb als auch weißfleischige. Es waren auch ein paar Nektarinen dabei. Sprich, man hat eben immer eindeutig gesehen, es war bei jeder Pflanze ein anderer Befruchterpollen da, beziehungsweise es haben andere Merkmale durchgeschlagen und es hat sich wirklich 2000 verschiedene Jungpflanzen entwickelt. Lediglich einige weniger dieser 2000 Pflanzen haben dann wirklich viele positive Eigenschaften ineinander vereint. Wie zum Beispiel im Fall des Poelsdorfer Weingartenpfirsich, sehr guten Geschmack, gute Fruchtgröße, gute Erträge. Gepaart aber auch mit Robustheit gegenüber Krankheiten und einer nicht störenden Behaarung. Und lediglich diese wenigen Pflanzen kommen dann dafür in Frage, um sie sortenecht vegetativ weiter zu vermehren. Ein weiterer wichtiger Grund, warum man veredelt, ist die Anpassungsfähigkeit an die gegebenen Standortverhältnisse. So gibt es zum Beispiel Unterlagen, die unterschiedlich kalkverträglich sind oder die einfach eine unterschiedliche Anpassungsfähigkeit an leichte oder schwere Böden haben. Für leichte, trockene, schnell erwärmbare Böden verwendet man beispielsweise sehr gerne stärkerwüchsigere, tiefwurzelnde Unterlagen. Im Gegenzug dazu braucht man auf sehr schweren Böden eher Unterlagen, die auch etwas nässetolerant sind. Ein weiterer Grund, warum man veredelt, ist, dass man mit der Unterlage schon einen Großteil des Wuchs vorgibt. So ist es bei den meisten Obstarten so, dass man für Buschbäume, Halbstämme und Hochstämme unterschiedliche Unterlagen benötigt. Und dann lediglich den Rest über Pflegemaßnahmen, über Schnitt etc. reguliert. Wichtig beim Veredeln ist auch die Affinität zwischen Edelreis und Unterlage. Die Affinität beschreibt die Verträglichkeit dieser beiden Partner. So ist es zum Beispiel, dass man Äpfel lediglich auch auf Apfelunterlagen veredeln kann. Birnen funktionieren aber nicht nur auf Birnenunterlagen hervorragend, sondern oftmals auch auf Quittenunterlagen. Dabei hat man aber das Problem, dass das nicht mit jeder Sorte so gut funktioniert. Man kann sich aber zum Beispiel behelfen, indem man, wenn man wirklich eine Birnensorte auf Quitte veredeln will, dass man eine Zwischenveredelung mit einer anderen, besser verträglichen Birnensorte macht und auf diese dann seine eigentliche Birnensorte drauf veredelt. Ein noch vielfältigeres Spektrum als beim Kernobst gibt es dann noch beim Steinobst. Auf Zwetschgenunterlagen kann man beispielsweise sehr viele Obstarten veredeln. Neben Zwetschgen funktionieren auch Marillen, Pfirsiche, Nektarinen, Mirabellen, Griecherl, Ringlotten, um nur einige zu nennen. Der Umkehrschluss, dass man jetzt aber Zwetschgen auf Pfirsiche veredeln könnte oder auf Marillen, der funktioniert nicht.
Deswegen ist es einfach wichtig, dass der Veredler über die Verträglichkeit von Edelreis und Unterlage Bescheid weiß. Ebenso wichtig ist es, sich im Klaren zu sein, dass man über Veredeln auch Krankheiten weiter vermehren kann. Speziell hier im Blickfeld sind Phytoplasmosen und Viruserkrankungen wie zum Beispiel Chaga. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man beim Veredeln sowohl ausschließlich gesunde Unterlagen als auch gesunde Edelreiser verwendet, um Krankheiten nicht weiter zu verbreiten. Wenn man von alten Bäumen Triebe schneidet, Edelreiser schneidet, ist es wichtig zu beachten, dass diese häufig auch Krankheiten in sich tragen können, die man noch nicht direkt sieht, die an alten Bäumen nicht mehr ausbrechen, aber einfach trotzdem vorhanden sind und diese trotzdem weiter vermehrbar sind, auch wenn sie noch keine Symptome zeigen. Über die verschiedensten Techniken des Veredelns folgen dann noch weitere Videos. Diese kommen aber dann auch zum jeweilig richtigen Zeitpunkt. Und um keine Videos weiterhin zu verpassen, abonnieren Sie unseren Kanal und danke fürs Zuschauen.